Hi ihr Lieben, heute gibt es eine schnelle Snack-Idee und zwar leckere und knusprige Pizzabrötchen. Und dafür nehme ich 200 Gramm Champignons, 200 Gramm Frischkäse, 80 Gramm geraspelten Käse, eine Handvoll Petersilie, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe und zum Würzen Salz und Pfeffer. Die Champignons putze ich und schneide sie klein. Dann schnibbel ich die Zwiebel und die Petersilie. So, jetzt gebe ich etwas Öl in eine Pfanne und brate die Zwiebel glasig an. Nun gebe ich die Pilze bei, presse die Knoblauchzehe hinzu und brate alles mit an. Die Pilze fülle ich dann in eine Schale und verrühre sie mit den restlichen Zutaten, also den Frischkäse, den geraspelten Käse, der Petersilie und würze es mit Salz und Pfeffer. Hier habe ich ein paar Aufbackbrötchen. Diese schneide ich auf, verstreiche die Creme auf die Brötchenhälften, lege sie auf ein Backblech und backe sie bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten, bis die Brötchen goldbraun sind. Schnell gezaubert und total lecker. Probiert sie mal aus. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.